Perspective taking, also die Perspektive von anderen einnehmen, war für uns als Credit Suisse ein integraler Bestandteil, um erfolgreich unser neues Arbeitsmodell zu entwickeln und zu implementieren. Schauen wir kurz zurück ins Jahr 2020. Die Pandemie stellte unsere Weltansicht und unsere Gewohnheiten völlig auf den Kopf. Innerhalb kürzester Zeit arbeiteten Tausende von unseren Mitarbeitenden im Homeoffice. Eine Situation, wie wir sie in über 160 Jahren Credit Suisse noch nie erlebt haben. Wir waren gefordert, aber wir waren auch neugierig. Was macht diese neue Art zu arbeiten mit uns? Können wir etwas aus dieser Situation für die Zukunft lernen? Aus der Neugier entstand die Idee, in der Schweiz eine Studie zu machen zu unseren New Ways of Working. Sobald wir die Studie bekannt gaben, erlebten wir eine erste große Überraschung. Wir wurden überrannt von Freiwilligen, die bei dieser Studie unbedingt mitmachen wollten. Rund 300 hatten wir erwartet, fast 4000 haben sich gemeldet. Dabei war die evidenzbasierte, experimentelle Herangehensweise das, was uns von anderen Banken unterschieden hat. Wir haben systematisch verschiedene Arbeitsmodelle getestet und den Dialog mit Mitarbeitenden gesucht. Ein groß angelegtes Experiment im systematischen Perspective-Taking. Dieses Experiment hat uns aufgezeigt, dass wir darauf vertrauen können, dass unsere Mitarbeitenden das Beste wählen. Das Beste für sich selbst, aber erfreulicherweise auch das Beste für die Bank. Aus der Studie haben wir gelernt, so etwas wie eine One-Size-Fits-All-Lösung für die ganze Bank gibt es nicht. Deshalb wird unsere neue Arbeitsweise individuell in den einzelnen Bereichen weitergetrieben, da die Aufgaben und Rahmenbedingungen überall unterschiedlich sind. Über systematisches Perspective Taking haben wir es geschafft, vorgefasste Meinungen zu erklären und aufzulösen. Durch ein neu geschaffenes Vertrauen und die erhöhte Flexibilität sind wir bereit und können uns agil einstellen auf weitere Herausforderungen oder was auch immer die Zukunft bringen wird. Perspective Taking war nicht nur ein ständiger Begleiter auf unserem Weg zu einem erfolgreichen neuen Arbeitsmodell, sondern es war unser integraler Erfolgsfaktor. Wir haben viel von unseren Mitarbeitenden gelernt und wir sind nach wie vor am Lernen. Wir passen unser Mindset an und gehen voran in eine hybride Zukunft, in der Teams ganz selbstverständlich im Büro und im Homeoffice arbeiten. Wir tun es wirklich. Wahlmöglichkeiten bezüglich des Arbeitsmodus sind für eine moderne Arbeitgeberin wie die Credit Suisse selbstverständlich. Warum ist die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel so wichtig? Und warum wird uns diese Fertigkeit den Weg aus der Pandemie erleichtern? 7 anerkannte Verhaltensökonominnen und Wissenschaftlerinnen haben in ihren aktuellen Forschungsarbeiten Antworten auf diese Fragen gefunden und werden diese mit Ihnen teilen und diskutieren. Hans-Joachim Voth, was können wir aus der historischen Evidenz früherer Pandemien für unseren postpandemischen Weg lernen? Felix Oberholzer-Chi spricht über strategische Werkzeuge, die uns helfen, mit Kreativität zu jenen neuen Strategien zu kommen, die den Perspektivenwechsel inkludieren. Raffaella Sadun zeigt uns, warum gerade soziale Kompetenz eines der wichtigsten Tools für CEOs sein wird, wenn sie postpandemische Strategien erfolgreich implementieren wollen. Süle Alan und Göste Korecikulu Ijakuglu präsentieren ihr Experiment Improving Workplace Climate in Large Corporations. Die Ergebnisse zeigen, warum Vertrauen in der Arbeitswelt eine zentrale Rolle spielt. Matthias Sutter teilt seine Ergebnisse zu Leadership und Perspektivenwechsel mit Ihnen und diskutiert die wesentlichsten Prinzipien, die über Erfolg und Misserfolg entscheiden. Ernst Fehr, der führende Verhaltensökonom, wird diesmal ganz praktisch. Er spricht über eine evidenzbasierte Toolbox, die einen erfolgreichen Perspektivenwechsel ermöglicht. Ergänzt wird dieses postpandemische Strategiepaket durch 6 Praktikerinnen. Sie teilen mit Ihnen Erkenntnisse und Erfahrungsberichte zu evidenzbasierten Werkzeugen, die Sie in Ihren jeweiligen Unternehmen bereits ganz konkret angewendet haben.